Servus Leute, ich bin der Smiley Jojo. Heute habe ich mal wieder ein neues Tutorial gemacht, und zwar zu den Übergängen. In diesem Tutorial werde ich euch zeigen, wie ihr Übergänge machen könnt, die so aussehen. Kick it with that new girl, eating my Chipotle. Yeah, we getting married, I don't care what all them hoes say. Rap Zac Efron, all we do is roleplay. Screaming Dios mio, yeah, that must be cause I'm Olay. All that in a bag of chips, pass up guacamole. We just getting started, baby. Also, ihr habt jetzt drei verschiedene Varianten gesehen. Und die allererste Variante werde ich euch jetzt einfach zeigen. Vorweg werde ich euch erstmal sagen, Übergänge sind nicht zwangshaft nötig, um eine gute Montage zu machen. Ich persönlich sehe Übergänge so. Also ich persönlich benutze Übergänge, um das Gefühl zu geben, dass die Montage, also es verleitet jedenfalls mir das Gefühl, dass die Montage flüssiger aussieht. Aber das ist ja halt eure Sache. Jeder hat seinen eigenen Editing-Stil. Ich will euch halt meinen nahe bringen. Deswegen fange ich mal an und ich habe mir schon ein paar Triples vorbereitet und ziehe ich mir einfach meinen ersten Clip hier rein. Und da ich hier keine Audiodatei habe, drücke ich einfach U. Das trennt das Audio vom Video, drücke Rechtsklick und lösche gleich diese Ebene, also da ich diesen Track nicht brauche. So, jetzt gucke ich, von wo soll der Übergang anfangen. Ich renne hier rum, blende so ein paar Leute, ja, kann man abspielen, das ist langweilig, blende, ziehe ich die Granate, boom, triple, tot. So, Killkill kommt. So, jetzt will ich, haargenau, guck ich mir noch eine Stelle aus, jetzt will ich in dieses Fenster hier reinfliegen, wie ihr es auch gesehen habt. Wie ich das mache, ich mache es folgendermaßen. Ich habe hier meine Ebene, drücke ein S, um hier diese, um genau da einen Cut zu erzeugen. Jetzt brauche ich natürlich dieses, wo ich halt reinfliegen will, das Jumpet, und drücke hier oben auf Snapshot in Dateispeicher, auf dieses kleine Diskette. Jetzt stehe ich hier in meinem Ordner, ich nenne das Bild gleich um, wird gleich Bild 23, und jetzt erscheint es hier in unserem Projektvideo. Jetzt müssen wir Folgendes machen. Jetzt drücken wir Rechtsklick, Videotrack einfügen. Ziehen wir uns dieses Bild genau hier hin. Ja? Den anderen Track brauche ich jetzt nicht mehr, deswegen drücke ich Rechtsklick löschen. Jetzt gehe ich auf Rechtsklick, Video Event Panorama Cropping. Guck hier mein Panorama Cropping und drücke auf Maske. Ganz wichtig, ihr müsst hier einen Haken bei Maske machen. So, jetzt zoome ich hier rein. Wo will ich denn rausschneiden? Ich will haargenau diese Tür lustig rausschneiden. So, nehme ich mir das Verankerungswerkzeug oder auch, keine Ahnung, wie ihr es halt nennen wollt. Und schneide mir hier eine Maske. Bei den Übergängen ist es sehr, 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 sehr wichtig, dass ihr euch eine saubere Maske schneidet. So, jetzt seht ihr, ihr wollt ja in die Tür reinfliegen, aber ihr habt ja die Tür ausgeschnitten. Also, ihr habt das ausgeschnitten, was in der Tür drin ist. Wie können wir jetzt so machen, dass nur das hier drin ausgeschnitten ist und der Rest so bleibt? Das ist ganz einfach, stellen wir den Fahrtmodus von positiv auf negativ. Genau umgekehrt. Jetzt ist nämlich das da drin ausgeschnitten. Aber das ist halt so. Was mich immer stört, ist, es sieht so hart aus. Deswegen gehen wir auf Kantenverlauf, auf beides. Und jetzt sehen wir schon, es ist eine ziemlich weiche Kante. Aber um das zu verbessern, stellen wir weiche Kanten auf 3. Hier seht ihr, viel, viel besser. Es sieht viel schöner einfach nur aus. So, jetzt können wir, jetzt wollen wir natürlich in die Tür reinfliegen. Dadurch stellen wir von Maske auf Position um. Jetzt würde ich euch empfehlen, damit ihr das am besten rein, weil bei den meisten wird es wahrscheinlich so aussehen, dass die beiden hier ausgewählt sind. Jetzt würde ich euch empfehlen, da nochmal drauf zu drücken, damit die, da wird die Fixierung rausgenommen. Und was noch rausgenommen ist, wohl die Bildseitenverhältnisse werden, sozusagen nicht beibehalten. Jetzt könnt ihr das einfach so frei bewegen, wie ihr wollt, wie ihr lustig seid. Ich werde jetzt einfach in die Tür reinziehen. So. Na, ups, rein wollte ich jetzt nicht, aber ist auch egal. Jetzt mach ich ein bisschen ran, gucke, dass ich auf die Tür drauf bin. So. Die Tür bin ich so ein bisschen drauf, nur noch ein bisschen rein. Ein bisschen rein. Rein. Und da bin ich genau drauf. So. Jetzt seht ihr aber, ist ja alles schwarz, ist ja mal voll die Scheiße, ne? So, das habe ich mir natürlich auch schon wieder mal was ausgedacht, wie immer natürlich. Jetzt nehmen wir uns unseren zweiten Clip, den wir haben wollen, das ist mal wieder ein Granaten-Triple. Tada, das war nicht mal der, den ich nehmen wollte, noch lustiger. Jetzt nehme ich den zweiten Clip, den ich nehmen wollte, hier, guckt hin.
Und guck mal, was passiert. Den muss ich direkt unten drunter, weil dann kommt dieser gewünschte Effekt. Schau dir das genau hin. Sorry. Moment. Doch. Ach ja, ups, ich habe einen Fehler gemacht. Entschuldigung. Ich weiß genau, was mein Fehler war. Diese Position hier muss ich einfach nur weiter verschieben. Damit der Anfang haargenau normal ist. Entschuldigung. Wie geil. Das habe ich jetzt natürlich nicht beachtet. Das wird jetzt ein bisschen doof. Ne? Was ihr noch vorher machen müsst, das habe ich auch nicht beachtet, ihr müsst auf Rechtsklick, auf das Bild Eigenschaften und Seitenverhältnis beibehalten, den Haken rausnehmen. Jetzt sehen wir ganz genau, hier drinnen läuft schon der nächste Clip ab. Und jetzt zoomt das natürlich so ganz langsam, ich spiele es mal ab, zoomt das so langsam in den nächsten Clip rein. Ist schon im nächsten Clip drin, dauert mir aber persönlich ein bisschen zu lange, weil dann schon mein Triple weg ist. Drücke ich einfach Shift, ihr seht hier Shift, und ziehe mir den Clip ein bisschen schneller, dann geht das halt schneller. Na, es leckt jetzt ein bisschen durch Camtasia. Man sieht, was passiert. Ich werfe eine Granate rein. Und mein Clip geht schon weiter. So, jetzt ist es einer meiner Lieblingsübergänge, die ich zwar noch nie benutzt habe, weil, jetzt kommt's, ich hab's immer, naja, ich hab keine guten Clips dafür. Ja, ihr denkt jetzt bestimmt, das ist ja voll die Ausrede und so. Nee, es ist leider nicht. Ich wünschte, ich hätte schöne Clips, wo ich das anwenden könnte, weil der Übergang ist echt fetzig. Und so, also ich ziehe mir meinen nächsten Track rein. Meinen nächsten Granatentripper mal wieder, so voll originell. Und guck jetzt. Jetzt will ich euch nämlich diesen dritten Übergang zeigen. Ich will. Habt ihr gesehen? Ja, genau, vor dem Schuss. So, jetzt wieder Snapshot, abspeichern, vorher noch S, ausschneiden, zusammencutten, den vorherigen Clip löschen und jetzt wieder einfach das Bild einfügen. Da wo es halt kommen soll, ne? Ich hab kommen gesagt. So, jetzt wieder Maske, vorher erstmal wieder diesen Pfeil nehmen, reinzoomen, damit das auch schön ausschneiden können. Ja, ein kleines Problem, weil hier die Waffe ist, aber ich glaube nicht, dass es jetzt so schlimm sein wird für euch. Schneiden wir alles innerhalb der Tür aus. Schnell um die AKU herum. Rüberfliegen. Hochfliegen. Und fertig. Jetzt wieder den Modus auf negativ. Jetzt würde ich euch empfehlen, wieder beides zu nehmen, aber dafür diesmal weiche Kanten nur auf 1,2. Das hat den Grund, weil ich die Waffe jetzt nicht so ordentlich ausgeschnitten habe, nehmen wir 1,5. Entschuldigung. So, 1,5. Sieht man jetzt nicht so, dass ich die Waffe so unglaublich hässlich ausgeschnitten habe. So, jetzt Position gar nicht verschieben. Erstmal hier auf dem allerersten Keyframe bleiben. Oder Keyframe, oder wie ihr es nennen wollt. Und was wir jetzt machen, ist so unglaublich wichtig für uns. Ja, so. Und wir gehen von der ersten Position, ziehen wir hier unsere Zeitlinie nach drüben. Innerhalb von 2 Sekunden geht das hier rauf. Ist das nicht cool? So. Rechtsklick, Eigenschaften, Seitenverhältnisse beibehalten, rausnehmen. Und schon haben wir unseren nächsten Übergang. Genau dann, wenn er fertig ist. Einfach hier unten den Clip wegtun, zurückziehen, ranziehen und schon geht's flüssig weiter. Tada! So, auf jeden Fall. Das war schon zu meinem kleinen Übergänge-Tutorial. Ja, hat jetzt ziemlich lange gedauert. Ich hoffe, ihr habt den Elan, euch das anzuschauen und wenn ihr es euch bisher angeschaut habt, Glückwunsch. Vielleicht gebt ihr mir ja mal ein Feedback, was ich demnächst besser machen kann, was ich wirklich verbessern sollte. Worüber sollte ich mal ein Tutorial machen? Ich weiß, ich habe gesagt, ich mache ein Synchronisationstutorial und das wird auch noch kommen. Ich lüge euch nicht an, keine Angst. Ja, auf jeden Fall viel Spaß bei diesen Übergängen benutzen. Vielleicht macht ihr mal ein Testvideo und postet das als Videoantwort für mich. Das wäre richtig, richtig, richtig geil. Ihr müsst es nicht machen, ich zwinge euch zu gar nichts.
fick dich, ich will kein One-on-One. Keiner interessiert sich mehr für so eine Kacke. Und ja, auf jeden Fall. Auf Wiedersehen und viel Spaß noch bei allem. Lively. I don't know, but I've been told.